Hi, ich habe heute eine Rezension für euch zu einem Buch aus meinem Lieblingsverlag. Ja, ich habe einen Lieblingsverlag, der ist mir jetzt im letzten Jahr besonders ins Auge gestochen. Also besonders viele Bücher, die da erschienen sind. Unter anderem auch Bücher, die ich von den jeweiligen Autoren schon gelesen habe, bevor der Verlag auf sie aufmerksam geworden ist. Deshalb habe ich mich immer gefreut, dass die dann einen Platz in diesem Verlag gefunden haben. Und auch im nächsten Jahr erscheinen da ziemlich viele Bücher, auf die ich mich echt freue, auf die ich wirklich gespannt bin. Ich rede vom Drachenmond Verlag und ich habe aus dem Drachenmond Verlag die Venitas gelesen von der Asuka Leonera. Das ist ein Einzelbuch, also ein Einzelband, eine einzelne Geschichte ist auch in sich abgeschlossen. Ich erzähle euch kurz, worum es geht. Nee, fangen wir erstmal mit den Buchinfos an. Die Buchinfos, ja, das ist ein Taschenbuch, schön gemacht. Also wirklich, die Bücher beim Drachenmond Verlag, die haben auch irgendwie alle irgendwie so ein bisschen was Besonderes drin. Hier ist es jetzt der Wolf in der Ecke, der gehört zu der Geschichte dazu. Kostet 14,99 und hat, lasst mich gucken, 330 Seiten, ein bisschen mehr als 330 Seiten. Ja, worum geht's? Und zwar die Halbelfin Fay. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Ich sage jetzt Fay zu ihr. Lebt abgeschieden im Wald. Sie weiß nichts über ihre Familie und wurde da von einer älteren Elfin groß, gezogen, aufgezogen. Nachdem diese dann gestorben ist, hat sich Fay bisher allein durchgeschlagen. Das Problem ist, von den Elfen selber wird sie verachtet und von den Menschen gejagt. Und die Menschen sind auch nicht gut, auf die Halbelfen zu sprechen. Das wird dann alles im Buch erklärt, auch warum. Das hat auch einen Grund, den ich euch natürlich nicht nenne, weil sonst würde ich ja spoilern. Das möchte ich nicht. Genau, wo war ich? Genau. Und deshalb, Fay ist halt eine Halbelfin. Sie weiß halt über ihre Familie nichts, über ihre Mutter und über ihren Vater nichts. Und ja, hat sich halt jetzt allein durchgeschlagen. Das Problem ist, es war ein ziemlich trockener Sommer, so dass Fay sich nicht mehr ernähren kann und wirklich droht zu verhungern im Winter. Deshalb muss sie ins nächste Menschendorf, um dort Saatgut und sowas und Lebensmittel zu kaufen. Bleibt ihr keine andere Wahl. Sie versucht das, indem sie ihre Ohren versteckt. Was sie nicht weiß, was natürlich ein Problem dann für sie wird, dass zu dieser Zeit, während sie im Dorf ist, auch der Menschenprinz Fan in diesem Dorf residiert und das Dorf dann abgeschlossen wird, sodass Fay die Nacht notgedrungen da verbringen muss. Ja, und dann wird sie halt entdeckt von einem schwarzen Ritter, der sieht, was sie wirklich ist, und sie wird gefangen genommen und soll zu ihrer Hinrichtung in die nächste Königsstadt gebracht werden. Ja, mehr erzähle ich gar nicht drüber, sonst nehme ich zu viel von weg. Das sind so das erste Kapitel eigentlich. Das Buch ist aus der Sicht von Fay geschrieben teilweise und teilweise aus der Sicht des Menschenprinzen Van. Der hat natürlich noch einen ganz besonderen Fluch, Gabe, Segen. Nimmt man es so, wie es ist, sollte man sich überraschen lassen, was das ist. Ja, und wie gesagt, die Kapitel wechseln. Wobei die ersten Kapitel wirklich lange aus ihrer Sicht erzählt werden und er dann irgendwann einsteigt und er so kürzere Passagen in dem Buch einnimmt. Ja, was ich jetzt erfahren habe, also, ne, kommen wir erstmal dazu. Was hat mir gefallen? Mir hat der Schreibstil sehr gut gefallen, mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Die Autorin hat mich echt immer wieder überrascht. Ich hatte immer wieder Vermutungen zu bestimmten Sachen, die dann gar nicht eingetreten sind, die dann wirklich ganz anders waren. Das fand ich toll. Also das mag ich so an Geschichten, wenn die mich wirklich überraschen können und wirklich fesseln können. Es passiert sehr, sehr viel. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag. Es kommen auch einige prickelnde Szenen drinne vor. Da hatte ich dann rote Ohren. Nein, hatte ich natürlich nicht. Aber die haben echt gepasst, haben das Ganze auch gut aufgelockert. Die Welt ist toll aufgebaut. Also der Plot und auch das Setting waren sehr interessant. Man könnte sagen, ja, so Mittelalterzeit in einer Fantasy-Welt, wo es halt Elfen gibt. Aber man darf da jetzt auch nicht zu viel Fantasy erwarten. Was gefiel mir noch? Die Charaktere gefielen mir. Fay fand ich wirklich einen tollen Charakter. Sie ist ein bisschen duppelig manchmal, ein bisschen trottelig und
Ja, auch etwas skurril durch ihre lange Einsamkeit, aber das fand ich irgendwie süß. Das hat zu ihr gepasst, das hat sie authentisch gemacht und das hat sie auch sympathisch gemacht. Van ist natürlich der absolute Frauenschwarm, also der absolute Traumprinz irgendwie. Ein echter Hottie, würde ich jetzt sagen. Großes Potenzial dahinter. Ja, und so die Nebencharakter waren auch einige schöne dabei. Vielleicht. Doch, die Schwester von Van kann ich erwähnen. Das ist so die tragische Figur, die mir besonders irgendwie teilweise leid tat und für die ich mich dann aber am Ende auch am meisten mit gefreut habe. Und ja, also sehr interessant. Was mich ein bisschen gestört haben, war, dass das Hintergrundwissen oder die Hintergrundgeschichte nicht so wirklich beleuchtet wurde. Aber, jetzt kommt das große Aber. Es wird von der Autorin nächstes Jahr noch ein Buch geben, das heißt dann, oh Gott, ich glaube, Wanderfalke, ja, Wanderfalke, würde sogar passen. Und da wird dann die Vorgeschichte etwas mehr erzählt. Also, wie hat sie es so schön gesagt? Ich habe das Buch übrigens für eine Leserunde bei Lovely Book gelesen. Sie macht es wie Star Wars. Da wird die Geschichte auch rückwärts erzählt. Und so wird sie es auch machen. Also, wie gesagt, das Buch ist abgeschlossen, aber so die Vorgeschichte und einige Fragen, die ich zum Schluss noch offen hatte, wo ich mir ganz gerne noch eine Erklärung gewünscht hätte, werden dann hoffentlich in dem nächsten Buch behandelt und beschrieben. Es blieben trotzdem noch einige Fragen offen, die in dem nächsten Buch, also ich weiß ja, worum es in dem nächsten Buch, um wem es sich da drehen wird. Und zwar um die Eltern von dem Prinzen Van. Warum sage ich nicht? Dafür müsst ihr wirklich das Buch auch selber lesen. Die Story wird dann bestimmt auch sehr interessant, werde ich auch auf jeden Fall lesen. Hoffe ich, wird auch beim Drachenmond Verlag erscheinen. Und ja, trotzdem gibt es noch, was so die Eltern von der Fay betrifft, da gab es keine Antworten, aber da denke ich, da wäre die Geschichte vielleicht noch ausbaufähig. Da würde ich mich auch freuen, weil so würde ich von der Autorin wirklich jedes Buch lesen. Es hat mir gefallen, nicht nur wegen dem tollen Cover. Wegen dem tollen Cover habe ich natürlich zugegriffen. Ich als Cover-Junkie, ich gebe es ehrlich zu. Ja, Fantasy-Fans, Elfen-Fans, liest das Buch. Ihr werdet voll auf eure Kosten kommen. Es wird euch wirklich gefallen. Und ich sag, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.